Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute probiere ich was aus, so eine Linsenbrötchen backen. Und so sind die geworden. Richtig schön, richtig weich. Eine habe ich schon aufgeschnitten und mir serviert. So sehen die aus. Schaut, richtig schön weich. Innen drin absolut nicht klebrig, jetzt wo ich aufgeschnitten habe, so warm. Etwas feucht gefühlt, aber jetzt gar nichts mehr. Und dann habe ich mir mit leckerem Brotaufstrich und Tomaten aus dem Garten gemacht. Und jetzt probiere ich und sage euch, wie es schmeckt. Wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, schmeckt fast wie Brötchen. Natürlich keine Weizenbrötchen, aber schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ein super Ersatz für das Brötchen. Besonders wenn mal einer möchte abnehmen oder macht Detox-Kur oder einfach vegan ernährt sich. Wirklich super Rezept, kann nur empfehlen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese Brötchen gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Absolut nicht kompliziert, sehr einfach und sogar sehr schnell. Braucht man nicht wie bei Hefeteig lange warten, bis der Teig aufgeht. Probieren Sie mal. Für diese Brötchen, Linsenbrötchen, habe ich jetzt genommen solche Linsen. Hier steht kochen ohne Einweichen, so leicht braun grünliche Linsen. Weil wir wollen aber Brot backen, habe ich jetzt die Linsen angeweicht. Ungefähr stehen die fast 5 Stunden. Wenn ihr wollt, es ist einfacher euch machen, könnt ihr auch einfach über Nacht einweichen lassen. Jetzt gebe ich es auf den Sieb, dass wir kein Wasser mehr haben. Und gebe in so eine große Schüssel. Zu den aufgeweichten Linsen geben wir 50 Milliliter Wasser und 30 Milliliter Öl, Olivenöl in meinem Fall. Und von den Linsen habe ich 140 Gramm trockene Linsen genommen. Das volle Rezept steht unten in die Beschreibung, wie immer. Jetzt werden wir mit dem Stabmixer das zu feiner Masse pürieren. So, wenn wir merken, dass jetzt unsere Linsen, alle sind kaputt, keine ganzen Linsen mehr da, können wir noch 50 Milliliter Wasser dazugeben. Verrühren wir noch. So, das war's dann. So, und dass unsere Brötchen zusammenhalten, brauchen wir irgendwas, das klebt. Und dafür kann man nehmen Flohsamenschalen, in meinem Fall nehme ich die. Oder eventuell kann man die geschrotete Leinsamen dazugeben. Das bindet auch sehr gut. Werden wir gut vermischen. Geben wir noch dazu eingehäufte Teelöffel von dem Weinstein-Backpulver. Ein so ein gestrichener Teelöffel Salz von Meersalz. Und es kann man noch was von Gewürz nehmen, irgendwelche so Geschmack reinmachen in dem Brötchen. Ich nehme gemahlene Koriander, so Nachgeschmack. Alles gut verrühren und lassen wir diese Masse ungefähr so 15 Minuten aufquellen. Einfach stehen lassen hier. Mein Lieblingslöffel gebrochen. Muss ich neue nehmen. So, gut verrühren und 15 Minuten ruhen lassen. Die Masse ist richtig schön fluffig. In dieser Zeit können wir schon Backofen anmachen, zum Vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, nach 15 Minuten können wir weitermachen. Wir teilen jetzt unseren Teig auf 6 Teile. Ich habe mir so ein bisschen angestrichen und nehmen wir dann ein Teil, so prima Daumen. Und dass an die Hand alles nicht klebt, ein bisschen Olivenöl. Und machen wir so eine
Kugel setzen wir auf den Blech. Der Teig ist wirklich sehr, sehr fluffig, fühlt sich richtig gut an. Jetzt kann man auch einfach die Hände in das Wasser machen, nicht unbedingt ins Öl. Drücke etwas flacher. So, und können wir sogar, wie auf die echten Brötchen, so ein kleines Kreuz schneiden. Und obendrauf, für etwas hübsch aussehen, können wir schwarze Sesamen drauf machen. Dann gibt es Kontrast. Oder kann man mit den Nüssen auch oder Sonnenblumenkernen bestreuen. So, und gehen jetzt unsere Brötchen für ungefähr so 20-25 Minuten backen. So. Heute habe ich meine Brötchen 30 Minuten im Backofen gehalten. Jetzt probieren wir mit Stäbchen. Es wird etwas klebriger, aber nicht so, dass hier bleibt der Rest von dem Teig. Ja? Spürt man so etwas klebriger. Ist nicht schlimm. Die sollen jetzt etwas ruhen und dann, wenn die abgekühlt sind, dann können wir eine aufschneiden und werden wir schauen, was wir da rausbekommen. So, meine Lieben, ich kann nicht lange warten. Ich möchte gerne das unbedingt ausprobieren, was wir hier gezaubert haben. Und werden wir schon erste aufschneiden. Ist noch richtig warm, aber ich probiere jetzt so. Fühlt sie sich richtig schön weich. So, die Stunde der Wahrheit. Ja, sehr schön geworden. Es ist absolut nicht klebrig. Es fühlt sie sich feucht, aber absolut nicht klebrig. Habe ich nicht erwartet, dass es so gut es wird. So, obendrauf machen wir einfach ein pflanzliches Brotaufstrich. Es ist mit der Paprika. Und dazu noch eine leckere Tomate aus dem Garten. Muss noch auf dem Balkon und was noch Grünes holen und genießen. Schaut ihr, liebe Freunde, wirklich sehr, sehr lecker. Richtig schön weich. Sehr, sehr gut. So, liebe Freunde, wenn ihr möchtet das ausprobieren, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Das ist wirklich ein sehr schönes veganes Rezept. Besonders wie ich jetzt ein Detox-Kur mache und dann muss es aufpassen, was du mal isst. Das ist ja wirklich super Rezept für das Brötchen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!